Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute zeige ich euch, wie man die Koppelstangen tauscht. Koppelstangen verbinden die Stabilisatoren mit dem Fahrwerk. Sie schlagen gerne aus, beziehungsweise hier gehen gerne mal diese Staubschutzkappen kaputt und dann kommt Wasser in die Gelenke schlagen aus und ihr hört ein lästiges Klackern. Die Koppelstangen sind Gott sei Dank ziemlich einfach zu tauschen und ich zeige euch heute einfach, wie es geht. Zum Tauschen der Koppelstangen muss natürlich das Fahrzeug aufgebockt werden und das idealerweise auch auf beiden Seiten gleichzeitig. Das macht man am besten mit Unterstellböcken oder man macht es eben in der Hobbywerkstatt auf der Hebebühne. Jetzt sind auch die Stabilisatoren bzw. dieser Stabilisator hier vorne entlastet und dieser Stabilisator ist dafür zuständig, die Kräfte eben bei Kurvenfahrten, wenn das eine Rad hier eintaucht und wir eine Gewichtsverlagerung haben des Fahrzeugs, auf die andere Seite zu übertragen und somit das Fahrzeug vom Wanken abzuhalten. Die Koppelstangen hier am Stabilisator befestigt, verbinden dann also das McPherson-Federbein mit dem Stabilisator. Hier sieht es jetzt so aus, als könnten wir die Koppelstange relativ einfach lösen, einmal hier oben und einmal hier unten. Bevor ich das aber zeige, schauen wir erstmal, was in unserer Packung drin ist. Wir haben hier in der Packung einmal ein Komplettset zum Ersetzen der Koppelstangen. Da ist nämlich dieser Montagesatz mit dabei. Das sind zwei neue selbstsichernde Schrauben, die eben entsprechend für euer Fahrzeug dann auch ausgelegt sind, hier in diesem Fall mit einer integrierten Unterlegscheibe. Am Fahrwerk rosten die Teile ganz gerne auch mal kaputt, das heißt, die Gewinde gehen sehr leicht kaputt und auch die Schrauben, wenn man sie dann löst. Deswegen ist es immer gut, hier auch neue Schrauben zu verwenden. Hier bei diesen Koppelstangen sieht man ganz gut auch, dass die innen drin geschmiert sind. Die sind nämlich durchsichtig hier, diese Staubschutzkappen, und da sieht man innen drin dann auch schön das Fett. So, und weil es hier einfach schön sauber ist alles noch, zeige ich euch auch direkt, wie man die Schraube hier löst. Das Gewinde, wie gesagt, ist in der Regel verrostet und auch dreckig. Das auf jeden Fall vorher mit einer Drahtbürste säubern. Das heißt, hier oben wird Gewinde rausgucken, das säubern und auch mit Kriechöl noch einschmieren. Damit sich dann hier das gesamte Gelenk nicht mitdreht, wenn ihr versucht, die Schraube zu öffnen, in dem Fall ist es mit einem 16er Ringschlüssel, müsst ihr das Ganze mit einem Inbusschlüssel, hier mit einem 5er, in der Mitte festhalten. So, und jetzt machen wir das Ganze am Fahrzeug. So, und wie ich es gesagt habe, da sammelt sich ganz gerne Rost. Am oberen Ende, da wo es eben relativ spritzwassergeschützt ist, ging die Schraube wunderbar runter. Da sieht man auch das Gewinde, sieht fast neu aus, alles gut. Unten dann aber sah die ganze Sache so aus. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe nämlich, obwohl ich alles sauber gemacht habe und eingesprüht habe, diese Schraube nicht runtergekriegt. Sie ging dann letzten Endes nur runter, indem ich hier einmal mit der Wasserpumpenzange hier wirklich angegriffen habe, um festzuhalten, denn mit dem Imbusschlüssel war da einfach nichts zu machen. Zusätzlich musste ich die Mutter richtig gut erhitzen mit dem Heißluftföhn und nur die Kombination dann Heißluft, sauber machen, Kriechöl und dann eben auch nochmal festhalten mit der Wasserpumpenzange half, dass die Schraube hier überhaupt zu lösen war. Ab jetzt wird es einfacher, jetzt müssen wir nur die neuen Teile verbauen, das ist fast wie Lego bauen. Hier sieht man übrigens auch ganz gut, warum ich die Koppelstange getauscht habe. Diese Staubschutzkappe hier ist gebrochen, da ist der Gummi letzten Endes sehr porös geworden, aufgerissen und es kommt auch schon das Fett raus. Ja, wie ihr gesehen habt, die Koppelstangen zu tauschen ist gar nicht so schwierig. Das kriegt man auch mit einem Standard-Werkzeugset hin. Ich habe jetzt noch eine weitere Koppelstange auf der anderen Seite zu machen. Für euch, denke ich mal, reicht es aber auch. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Traut euch ran, bleibt motorkrank, wir sehen uns.